Herzlich willkommen zu Folge 3. Wärme, Schnips, Hände und Singen. Herzlich willkommen zur dritten Folge und hier ist auch schon unsere Übersicht. Es geht los mit einem Warm-up, dann schnipsen wir einarmig, dann gibt es ein kleines Tool, um Rhythmen präzise einzuüben und das Lied, was wir in der letzten Folge angefangen haben, bekommt eine Strophe und einen Pre-Chorus. Los geht's. Erstmal Schulterkreisen. Richtig schön weit. Vorwärts auch. Macht das so lange, wie es euch gut tut. Drückt auf Pause und dann, wenn ihr fertig seid, geht's weiter. Dann ein bisschen recken und strecken. Und ruhig ein bisschen ächzen dabei. Sehr gut. Dann machen wir jetzt Lippenflattern. Lippen zusammenpressen und Luft raus. Wenn das bei euch nicht so gut geht, könnt ihr euch ein bisschen helfen und mit den Zeigefingern die Wangen ein bisschen anheben. Das macht es auch für die Leute leichter, bei denen es sowieso schon gut geht. Das macht es ein bisschen unangestrengter und entspannter. Dann lasst uns mal mit Tönen probieren. Ein U. 1, 2, 3, 4. Gut atmen. Klasse. Jede Note ist wichtig. Nicht schummeln. Klasse. Ja, bleib dran. Klasse. Und jetzt gibt's noch einen dreistimmigen Warm-up-Song. Das Warm-up ist aus dem Titel The Healing Game von Van Morrison aus dem Jahr 1996. Ich singe euch zuerst die Männerstimme vor, dann die Altstimme und dann die Sopranstimme. Sing it out loud, sing it in your name, sing it like you're proud, sing the healing game. Sing it out loud, sing it in your name, sing it like you're proud, sing the healing game. Sing it out loud, sing it in your name, sing it like you're proud, sing the healing game. Sing it out loud, sing it in your name, sing it like you're proud, sing the healing game. Sing it out loud, sing it in your name, sing it like you're proud, sing the healing game. Sing it out loud, sing it in your name, sing it like you're proud, sing the healing game. Wenn ihr das Warm-up nochmal singen wollt, dann springt mit YouTube einfach an die Stelle zurück
Den Zeitcode zum Hinspringen findet ihr unten in der Videobeschreibung. Jetzt gibt's eine einarmige Body Percussion. So, hinstellen, bereit machen und los geht's. Ach so, das Ganze geht auch im Sitzen. Eins, zwei, eins, zwei, drei, vier. Okay, ein bisschen langsamer. Eins, zwei, drei, vier. Bisschen schwieriger mögt, wenn die andere Hand dazu nehmen. Eins, zwei, drei, vier. Sehr wichtig ist noch zu erwähnen, dass man diese Übung natürlich auch etwas ekstatischer performen kann oder zumindest so tun, als wäre man in einer Disco. Eins, zwei, eins, zwei. Hey, du bist ja auch hier! Jetzt geht es um die Hand-zu-Hand-Technik. Damit macht ihr mit den Händen und mit dem Mund ein Raster, zum Beispiel aus Achteln, und sortiert dort eure Betonung ein. Die Noten blende ich euch ein und auch die Videos, damit ihr seht, was die Hände machen. Wenn man das regelmäßig trainiert, dann kommt einem kaum noch eine Achtel- oder Sechzehntel-Kombination unbekannt vor und man muss gar nicht mehr lange nachdenken, wie die Rhythmen gingen. Eins und zwei und drei und vier und eins und zwei und drei und vier. Eins und zwei und drei und vier und eins und zwei und drei und vier und eins und zwei und drei und vier und eins und zwei und drei und vier. Eins und zwei und drei und vier und eins und zwei und drei und vier und eins und zwei und drei und vier und eins und zwei und drei und vier. Eins und zwei und drei und vier. Eins und zwei und drei und vier und eins und zwei und drei und vier. Eins und zwei und drei und vier und eins und zwei und drei und vier und eins und zwei und drei und vier, eins und zwei und drei und vier und 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 eins und zwei und drei und vier, eins und zwei und drei und vier und eins und zwei und drei und vier, eins und zwei und drei und vier und eins und zwei und drei und vier. Eins und zwei und drei und vier. Eins und zwei und drei und vier. Und eins und zwei und drei und vier. Eins und zwei und drei und vier. Und eins und zwei und drei und vier. Eins und zwei und drei und vier. Eins und zwei und drei und vier. Eins und zwei und drei und
4. 1 und 2 und 3 und 4. 1 und 2 und 3 und 4. 1 und 2 und 3 und 4. 1 und 2 und 3 und 4. 1 und 2 und 3 und 4. 1 und 2 und 3 und 4. 1 und 2 und 3 und 4. Prima, das Ganze kann man natürlich auch mit Sechzehntel oder Triolen machen. 1 und 2 und 3 und 4. 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 1 und A, 2 und A, 3 und A, 4 und A. 1 und A, 2 und A, 3 und A, 4 und A. 1 und 2 und 3 und 4. 1 und 2 und 3 und 4. Einerlei, zweierlei, dreierlei, viererlei. Einerlei, zweierlei, dreierlei, viererlei. Einerlei, zweierlei, dreierlei, viererlei. Einerlei, zweierlei, dreierlei, viererlei. Klasse durchgehalten. So, jetzt geht's aber ans Singen. Wir machen weiter mit dem Lied, welches wir in Folge 2 begonnen haben. Heute gibt es eine Strophe und einen Pre-Chorus. Wir gehen wieder die Stimmen einzeln nacheinander durch. Wir starten mit dem Sopran. Vorab noch ein Hinweis, wenn es dir zu schnell geht, kannst du in YouTube das Tempo ändern. Du kannst auch immer wieder zurückspulen an die Stelle, die dich interessiert. Unten in der Videobeschreibung stehen auch die Timecodes für die einzelnen Stimmen. Viel Spaß! Und ich weiß, die Strophe geht noch, aber der Pre-Chorus ist wirklich ein bisschen schwer. Wenn du dran knabbern willst, dann knabber. Du kannst es schaffen. Wenn es dir aber doch zu schwer ist, dann sing einfach die Melodie mit. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Du bist nicht allein. Jeder von uns ist ein Teil. Auf dieser Reise, deren Weg du noch nicht kennst. Gemeinsam nur wird's gelingen. Drum öffne dein Herz und sing. Im Pre-Chorus teilt sich der Alt auf. Jetzt kommt die Alt-1-Stimme. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Würd ich so gerne heut schon wieder sehen. Doch ich kann die Zeit nicht einfach weiter drehen. So geht es weiter, immer Stück für Stück. Denn eines Tages kehren wir zurück. Du, 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 wa, du, wo, wa, wa, du, 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 wa, wird's gelingen, wo, Herz und Sing. Und nun Alt 2. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Würd ich so gerne heut schon wieder sehen. Doch ich kann die Zeit nicht einfach weiter drehen.
so geht es weiter. Immer Stück für Stück. Denn eines Tages kehren wir zurück. Du, 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 wa, du, oh, wa, wa, du. Wird's gelingen, wo Herz und sing. Jetzt sind die Tenöre dran. Eins, zwei, eins, zwei, drei, vier. Du, 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 du. Was auch kommt, was auch geschieht, du bist nicht allein. Oh, jeder von uns ist ein Teil. Auf dieser Reise, deren Weg du noch nicht kennst, gemeinsam nur wird's gelingen. Drum öffne dein Herz und sing. Es wird tief und funky. Eins, zwei, eins, zwei, drei, vier. Du, 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 du. Jetzt hörst du alle Stimmen und darfst deine mitsingen. Viel Spaß, los geht's! Eins, zwei, eins, zwei, drei, vier. Du, 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 würd dich so gerne du, du, heute schon wieder sehen. Doch ich kann die Zeit nicht einfach weiter. Du bist nicht allein. Jeder von uns ist ein Teil. Auf dieser Reise, deren Weg du noch nicht kennst, gemeinsam nur wird's gelingen. Darum öffne dein Herz und sing. Wunderbar. Super durchgehalten. Wenn es noch nicht ganz sicher ist, spule einfach nochmal zurück an die Stelle. Ach, spulen. Einfach auf den Zeitstempel klicken und schon geht's zurück zur richtigen Stimme. In der nächsten Folge, in der das Singen mit präsent ist, gibt es dann auch endlich den Refrain. Und vielleicht auch eine zweite Strophe. Wenn dann in 3 bis 4 Folgen das ganze Lied fertig ist, heißt es aufnehmen und wir gründen gemeinsam einen Dosenchor. Ich freue mich! So, das war die 3. Folge von Chor in Dosen. Medizin nach Noten vom Chordoktor Ilja Prinzer. Präsentiert vom Chorverband Berlin. Spirited, Ladies Require, Urgestein, Brücker Gospel Chor.
Was? Du bist immer noch dran? Okay, hier gibt's ein Extra. Also, naja, die Sache ist die, ich wollte ein Extra machen und sowas mit Hibbeln und Schultern und Beinen und, aber ich muss noch Videos machen und jetzt muss erstmal die Folge raus. In Folge 4 gibt es auf jeden Fall ein Mega-Extra mit ganz viel Video und Hibbel. Ich verspreche es, wirklich.